Ich hier mit dem vierten Tutorial und heute gibt es einen Teleporter. Also, ich hatte ja schon einen Teleporter-Killer gemacht, aber auf irgendwie, ja, gibt es jetzt einen normalen Teleporter. Also, erstmal Hoverdrive Control. Boah, ich habe heute einen fetten Schnupfen. Ja, Hoverdrive Control, einen Sitz. Ja, klebt man einfach mal drauf. Na. Einen Numpad Input, nicht Toggle, da kommt er einfach mal hin, Knopf. Dann GPS. Ah ja, ich glaube, ich mache gleich auch noch mal ein Video. Zeige euch noch mal, wie man einen Colorer macht. So, hier X Jump Target zum GPS X, Y Jump Target zum GPS Y, Z Jump Target zum Z vom GPS. Set Jump Target, komm mal zum Numpad Input und Jump zum Numpad. Oh, schmeiß mal das Ding hier einfach mal weg. So, weg. Und dann drücken wir einfach mal den Knopf. Hui, und schon sind wir da. Geht doch nicht, ne? Unglaublich, wir haben uns da echt hin teleportiert zu diesem GPS-Ding-Teil. Schlag mich tot, ne? Und das können wir auch woanders hinschmeißen, wir können uns hin teleportieren. Bam! Ja, Mann, fett. So, jetzt haben wir das Ding gebaut, jetzt gibt's einen Colorer. Was tun wir brauchen? Erstmal drei Art Arithmetic-Chips: Increasement, Decreasement. Bam, bam, bam. Mal gucken, machen wir mal vier. So, danach brauchen wir Knöpfe ohne Ende. Oha, ich muss Icons laden. So. Zwei pro Chip. Soweit ich weiß, nicht Toggle machen. Dann brauchen wir einen Constant Value. Ein Value mit, ja, nochmal mal 20. Kommt so in die Mitte. Danach brauchen wir Bildschirme. Meinetwegen irgendwo. Ach, wo sind sie? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Da. So. Einen war rot. Na. Grün. Ich habe kein Ü. So. Und blau. Und dran. Paren. Ach, ist doch egal, ich schreibe da einfach Alpha hin. Oh. So, und dann wiren wir erstmal die ganzen Screens zu den Chips. Dup, dup. Dup, dup. Dup, dup. Da muss man so aussehen. Danach wiren wir von jedem Chip A zu dem Constant Value. Ja, dann machen wir einmal Rechtsklick beim Chip und dann steht da Increasement. Das wiren war zum einen Knopf und dann noch einmal Rechtsklick steht da Decreasement. Und das wiren war zum anderen Knopf. Und das machen wir bei jedem Chip. Also. Ah. So. So, jetzt kann man zum Beispiel sowas machen. Da steht da 40. 40 haben wir jetzt rot. Wenn ich auf 255 mache oder drüber, habe ich volle Kanne die Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt einen Colorer dahin machen, ja, stimmt, Colorer fehlt noch. So, der kommt einfach mal dahin. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch einen Knopf. Der kommt dahin. So, jetzt müssen wir den Colorer alles wiren. Also erstmal Fire zu dem Knopf, der da darüber ist. Und dann Rot zu dem Rot-Chip. Grün zu dem grünen Chip. Blau zum blauen Chip. Und das A zu Alpha. So, wenn ich jetzt. Warte, das kann man nicht sehen. Brauche noch einen Bildschirm.
Ja, ich hoffe, ihr könnt alle sehen. Das bin Misch. So, wenn man jetzt den Knopf drückt, dann bin ich aus irgendeinem Grund unsichtbar. Aber das ist doch mal ein Vorteil. Normalerweise kann man Leute nicht so färben. Muss mir eben sichtbar machen. Oh, scheiße. Ey, wie oft habe ich da drauf gedrückt? So, jetzt. Wenn ich jetzt drauf drücke, bin ich rot. Und jetzt machen wir das hier mal. Oh Gott. Also, meinetwegen könnt ihr auch die Knöpfe vertauschen, wenn ihr nicht so wie ich dran klarkommt. So, jetzt gelb. Naja, auf jeden Fall so funktioniert das Ding. Und dann könnt ihr euch aus irgendeinem Grund auch noch unsichtbar machen mit dem Alpha-Ding. Viel Spaß damit, ciao.